Hallo Markus, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sind wir wieder da, Markus, Paul und meine Wenigkeit. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das wir das letzte Mal schon avisiert haben, nämlich ein Blick hinter die Kulissen, Markus. Und ja, was wir eigentlich so, wie wir das, die emotionale Intelligenz als Thema erfahren haben und wie wir es leben. Ja, wenn ich jetzt gerade am Fragen bin, frage ich dich jetzt gleich, wie hast du das denn erfahren, beziehungsweise wie lebst du denn das Thema emotionale Intelligenz für dich und für deine Coaches denn? Ja, wie habe ich es erfahren? Ich bin, glaube ich, über ganz viele Serpentinen bin ich irgendwie zu diesem Thema herangeschlichen, weil ich muss mich erstmal, als ich damals gesagt habe, hey, ich will nicht nur Führungskraft sein, sondern ich will dieses Thema weiterbringen, habe ich mich erst mit dem Thema Positionierung auseinandersetzen müssen. Das heißt quasi mit dem Selbstmarketing. Wie gehe ich daran und mit welchem Thema möchte ich mich dann auch befassen? Und über diese Frage, was ist eigentlich so mein Ruf? Das heißt, wonach ruft es mich? Was ist genau das, was mir aus dem Herzen spricht? Da habe ich ein paar Schleifen drehen müssen. Ich bin quasi vom Persönlichkeitsentwicklung allgemein zum Thema Führungskräftetrainings gekommen. Und als ich so Führungskräftetrainings gemacht habe, hatte ich mal das Konzept, wie habe ich es denn genannt gehabt? Ich weiß nicht mal mehr, wie ich mein Konzept genannt habe. Ist ja auch ganz egal. Aber da ging es einfach um so zu vieles gleichzeitig beim Thema Führen, wo ich dann Ursachen verstehen, ja, und Menschen führen irgendwie auf die Art. Da war noch sehr, sehr ein starker Denkansatz, ein sehr strukturierter Denkansatz dahinter. Und je mehr ich mich in der Richtung bewegt habe, umso mehr habe ich gemerkt, so dieses reine Methodenthema ist ja nicht das, was wirklich hilft. Und vor allem, wenn es dynamisch wird, wenn es bei vielen Menschen abgeht, sind ja die Themen, die emotional sind, die einen hindern, die einen blockieren, aber auch eigentlich genau der Punkt, wo nachher die Ursache am stärksten wirkt, wo die Erkenntnisse am größten sind und wo die Leute auch das gewinnbringendste Gefühl haben, wenn es Fortschritte macht. Okay. Und so habe ich für mich emotionale Intelligenz entdeckt und da für mich das Modell von Daniel Goleman entdeckt. Und das ist für mich was gewesen, wo ich dachte, oh ja, das ist ein Konzept, aber es geht genau in meine Schiene Emotionen. Okay, also hast du dich so richtig identifiziert mit seinem Konzept, wie er das sieht, ja, die emotionale Intelligenz. Ja, weil es war für mich halt einfach ein super Ansatz, weil es ging um Emotionen. Ich bin total interessiert an Psychologie. Aber es ist natürlich immer die Frage, so nach welchem Konzept kannst du den Menschen dieses Thema Emotionen klar machen? Und ich finde, er hat es sehr, sehr schön aufgearbeitet. Und das hilft mir jetzt auch bei der Vermittlung der emotionalen Intelligenz. Mhm. Wie war es denn bei dir? Ja, bei mir war es ganz einfach so, ich kam aus einer oder von einer Frage ausgehend zu dem Thema, nämlich, warum reagieren Menschen so, wie sie reagieren? Fragt sich so manch einer von euch sicherlich auch. Ja, also warum reagieren die so? Diese Frage gibt es privat oder auch beruflich. Ich habe das aus dem beruflichen Aspekt erstmal so gesehen, denn ich war vorher schon weit über 20 Jahre im Vertrieb, im Verkauf tätig, bin ich ja immer noch, aber mich hat immer eine Frage umgetrieben, warum reagieren Menschen so, wie sie reagieren? Warum ist ein Gespräch sehr positiv und ein Gespräch ist dann wieder, ja, vielleicht langweilig, mehr negativ aufgeladen? Das liegt häufig vielleicht am Thema, aber ich habe mich auch gefragt, woran das vielleicht noch liegen könnte, weil man sich anders verhält oder weil die Umstände anders sind. Manche Leute, die haben auch einen unterschiedlichen, oder sagen wir mal, die Leute an sich machen ja auch immer wieder einen unterschiedlichen Eindruck. Die einen sind ruhig, die anderen sind gehetzt. Kommt auch auf den Typen an. Ne? Ja. Und weil wir gerade bei Typen sind, habe ich mir überlegt, okay, das muss ja vielleicht am Typ liegen. Also habe ich im Internet gesucht und habe dann etwas gefunden, was mich sehr interessiert hat, nämlich die Mimikdeutung. Also Mimikresonanz. Mimikresonanz. Was ist das? Ja, eine Mimik zu deuten, das hat mich dann spontan begeistert. Weil ich gedacht habe, Mensch, okay, also wenn ich an einer Mimik sehen kann, wie jemand fühlt,
dann weiß ich doch auch, wie er drauf ist, wie er tickt. Und deswegen habe ich mich näher damit befasst und habe dann in Berlin bei den ILADS eine sehr, sehr interessante Ausbildung gemacht, die über Mimikresonanz sogar hinausging. Da ging es dann auch um Problemlösung anhand von einer Technik, die mit den Augen zu tun hat. Denn wir befassen uns ja mit unseren Problemen unbewusst, in der Nacht beispielsweise. Und da gibt es einen Ansatz, der da sagt, okay, also wenn wir träumen, dann haben wir sogenannte REM-Phasen, heißen die. Ja. Und da bewegen wir unsere Augen so immer so hin und her. So. Und damit verarbeiten wir dann quasi das, was wir erlebt haben am Tag. Und wenn das nicht so positive Dinge waren, und es häuft sich, und wir können das alles nicht verarbeiten in einer Nacht oder in mehreren Nächten hintereinander, dann bleibt es irgendwo hängen. Und das wird dann zu einem Problem. Okay. Und wenn wir dieses Problem nicht richtig lösen können, dann haben wir da immer irgendwo einen Haken. Und wenn wir diesen Haken nicht lösen, dann werden wir immer an derselben Stelle, werden wir dieses Problem, wird das Problem aufkommen, und wir reagieren dann auf ganz bestimmte Art und Weise. Und das kann sehr schlecht sein dann. Ja. Glaube ich. Also ich finde es total spannend, weil das, was du zuletzt gesagt hast, das finde ich ja auch immer wieder. Verhaltensmuster, denen du immer wieder begegnest, oder auch Muster im Außen, denen du immer begegnest, weil du deine Aufgabe nicht gelöst hast. Ja, ich habe ja meine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, mit auch einem leicht spirituellen Touch auch zusätzlich noch. Mhm. Auf der anderen Seite Bücher und psychologische, systematische Weg. Und auch da kommst du ja an das gleiche Thema, aber mit der Idee, ich sag mal, das über Mimikresonanz zu lösen, das für mich tatsächlich was, da bin ich noch gar nicht mit befasst, und trotzdem bin ich ja in meinem Bereich trotzdem tief drin. Da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Geschichte zu, beziehungsweise einen sehr interessanten Ansatz, und zwar entwickelt sich die Basis, wie wir quasi emotionale Intelligenz gefunden haben, zu einem Konzept, bei dir genauso wie bei mir. Ja. Und ich habe das beispielsweise so erfahren, dass in den Coachings, in den Trainings, die ich mache, sich diese Themen ganz anders plötzlich entwickelt haben. Die Damen und Herren, die ich gecoacht habe, haben plötzlich über Dinge gesprochen, über die sie mit anderen Menschen gar nicht sprechen. Und dann habe ich gedacht, okay, also da hängt noch viel, viel mehr dahinter, und habe noch tiefer in die ganze Geschichte reingeschaut, habe das Konzept noch etwas individueller ausgearbeitet, und so bin ich dazu gekommen, dass Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen diese Mimikdeutung in Zusammenhang mit den eigenen Gefühlen, die man dann entdeckt, plötzlich Dinge lösen können, die sie vorher als Problem gesehen haben, ohne dass sie es gesehen haben. Also, das ist mega gut. Ja, aber dann lass uns doch mal in so einer nächsten Session mal Deep Dive machen, was dein Coaching-Ansatz ist und was mein Coaching-Ansatz ist und wie die so funktionieren. Was hältst du davon? Das ist ein super Vorschlag, Markus. Das werden wir machen. Was haltet ihr davon? Wollen wir das so tun? Dann machen wir das so. Wir werden uns im nächsten Teil ganz einfach genau über dieses Thema unterhalten. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt uns gewogen und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ja, euer Andreas Kott und Markus Paul. Bis bald.